dick eingepackt. Ein Gruß in die TV11 Nachschusskamera. Man sieht's. Regionalligist gegen Oberligist, beziehungsweise umgekehrt, Oberligist gegen Regionalligist. Kalt, dunkel schon bei Spielbeginn. Die Zeichen stehen ganz klar auf Saarlandpokalabend. Achtelfinale, unsere Elf zu Gast im Ilthal-Stadion beim FV Eppelborn. Und nach 90 Minuten war geklärt, unsere Elf macht das Viertelfinale klar. 3:1 siegt das Team unserer SV Elversberg gegen den Oberligisten hier aus Eppelborn. Till Hust hat für euch die Stimmen nach dem Spiel eingesammelt. Viel Spaß bei dieser Pokalausgabe TV11 Nachschuss. Ja, Waldi, dein Vater hat dir nach dem Sieg gerade nochmal die Haare gerichtet. Glückwunsch zum 3:1 beim FV Eppelborn hier im Saarlandpokal. Zwei Tore von dir in Doppelpack. Am Ende ein wichtiger Sieg in einem wirklich engen Spiel, oder? Ja, ich denke schon. Es war von Anfang an ein sehr hitziges Spiel für uns und auch für Eppelborn. Und ja, ich bin einfach froh, dass wir jetzt weiter sind und damit wir jetzt uns auf Samstag gegen Frankfurt konzentrieren können. In der letzten Runde war es da 0:5, da war es am Ende 0:7. Hat man heute schon gemerkt, dass das auch vom Liga-Unterschied ein Unterschied war? Ja klar, ich glaube, Eppelborn spielt auch eine gute Rolle in der Oberliga und deswegen, wir haben es alle sehr ernst genommen und ja, ich bin einfach froh, dass wir jetzt weiter sind. Wie blickt ihr jetzt voraus? Ja, ich glaube, wir werden jetzt morgen und am Freitag wieder ganz normal trainieren, dann am Samstag gegen Frankfurt uns gut vorbereiten, damit wir das Spiel gewinnen. So, Saarland-Pokal generell, Flutlicht, enge, hitzige Partie. Man hat ja heute auch gemerkt, es war teilweise ziemlich hitzig. Macht das Spaß? Ja, ich glaube, immer Abendspiele sind immer schön. Ne? Und dann, wenn es auch Zuschauer dabei sind, ist umso schöner. Deswegen bin ich einfach froh, dass wir jetzt einfach weiter sind. Nochmal herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Vielen Dank. Horst, es war eng, es war hitzig, es war Flutlicht dabei. Kurzum, es war so ein typischer Saarland-Pokalabend hier beim FV Eppelborn. Am Ende ein 3:1 deiner Mannschaft. War das heute ein intensiver Saarland-Pokalabend? Ja, ich habe noch nicht so viel intensive Pokalabende gegen unterklassige Mannschaften erlebt. Meist waren wir sehr deutlich im Ergebnis, aber das war so ein typisches Pokalspiel halt gegen Oberligisten, der auch was dagegen zu setzen hatte. Und ja, wo wir auch viel dazu beigetragen haben, dass wir nicht genau genug gespielt haben, nicht die Mittel hatten, die richtigen Mittel hatten, um mehr Torchancen auch erste Halbzeit schon zu erspielen. Es war klar, dass natürlich irgendwann auch die Kraft des Gegners nachlässt und dass wir dann ja auch mehr Möglichkeiten bekommen. Aber wie gesagt, wir hätten uns das leichter machen können. Ausgleich brauchen wir auch nicht mehr kassieren. Insofern waren viele Dinge, mit denen ich nicht zufrieden war. Zufrieden bin ich, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Und das ist das Entscheidende. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Gegner. Ich habe es angesprochen, inhaltlich war es ein ganz anderes Spiel als noch am Kieselhumus, wo es am Ende 0:7 war. Es war heute ein starker Oberligist, hast du es auch so gesehen? Ja, zumindest haben sie wenig zugelassen und wir haben es zum Teil eben auch selbst verursacht, dass wir nicht mehr Torchancen hatten und mehr Möglichkeiten erspielt haben. Und dann musst du halt Geduld haben und lange Zeit den Gegner so bespielen, dass er viel laufen muss und dann irgendwann die Kräfte schwinden und die Lücken sich auftun. Aber wir haben, wie gesagt, auch erste Halbzeit hätten wir schon diese Lücken bespielen können, die wir gefunden haben oder gesehen haben. Und dann wäre es vielleicht einfacher geworden und dann hätte es vielleicht auch ein 0:7 sein können. Du musstest ja personell noch mal ein bisschen rotieren. Haben die Jungs, die auf dem Platz standen, das gut gemacht? Ja, geht. Ich glaube, dass wir doch deutlich besser spielen können und die Jungs auch, die reingekommen sind, das besser machen können. Zum Teil zumindest, nicht alle, aber zum Teil war ich nicht ganz glücklich mit den Leistungen. Die können besser sein und dementsprechend ja, nicht ganz die Chance genutzt, um hier nochmal klar zu machen, ey, ich bin auch da. Aber es ist auch nicht überzubewerten gegen einen Pokalgegner, der sich hinten reinstellt, ist es manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber es sind schon eben ein paar Dinge aufgetaucht, wo ich sage, ja, deshalb sind vielleicht auch hin und wieder mal andere in der Startelf. Wer darf es jetzt im Viertelfinale werden? Oh, das ist mir relativ egal. Das Ziel ist, dass wir da ins Endspiel kommen und dann ein tolles Endspiel haben und auch gewinnen werden. Und da müssen wir alle nehmen, die da kommen. Und das ist mir relativ egal, muss man ganz klar sagen. Nach dem Pokal ist schon wieder vor der Liga Samstag voller Fokus auf den FSV Frankfurt. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir wollen jetzt gucken, dass wir zu Hause wieder ein tolles Spiel machen. Ja, nach einem mittelmäßigen Auswärtsspiel wollen wir jetzt gucken, dass wir wieder zu Hause richtig stark Fußball spielen. Und die Frankfurter habe ich jetzt schon in zwei Spielen gesehen, muss ich sagen, sind ja komischerweise ganz unten in der Tabelle oder relativ unten in der Tabelle. Ich erwarte sie anders. Sie spielen guten Fußball, haben gute Leute in ihren Reihen, also müssen wir richtig gut sein. Besten Dank. Gerne.